Also was ich an Berlin im Gegensatz zu vielen anderen Hauptstädten so geil finde, ist, dass die Stadt nicht fertig ist. Also wenn du an Paris denkst, da gibt es natürlich eine Subkultur und da ist eine geile Szene natürlich. Aber Paris ist eigentlich irgendwie so eine fertige Stadt. Das ist Berlin nicht. Zum Beispiel der Haus hier. Ja? Der Haus ist jetzt hier so eine ganz klassische Geschichte. Das kann eigentlich nur in einer Kultur entstehen, wo die Leute auf der Suche sind und nicht in klassischen Bahnen mehr laufen. Mir fällt da eigentlich an so vielen Stellen fällt mir sowas auf, ja, egal. Wo denn noch? Letztendlich sogar, dass es zwei Zoos hier gibt, ja. Es gibt hier einfach zwei Zoos, die vollkommen unterschiedlich sind.